Und da sind wir wieder zurück. Ja, oh, Halt, Fremder! hoppala. Ich bin Lothar, Hallo Kavalier des Lothar. Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Aha, also Leute verschwinden, du heißt Lothar und ja, Innos ist jetzt nicht so unbedingt mein Gott, das ist, ah, nee, nein, 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 nein. Ich habe eine wichtige Nachricht für die Paladine. Bewohner der Stadt verschwinden einfach, ich frag mal wegen denen. Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach? Ja, es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Oh nein. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reiht sie nicht noch obendrein, wenn du in der Stadt bist, klar? Würde ich doch niemals wagen. Ich habe eine wichtige. Ja, komm, das Ich habe probieren wir eine einfach wichtige mal. Nachricht für den Anführer der Paladine. Der ehrenwerte Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord Andre, der Kommandant der Stadtwache, zuständig. Also Hagen ist nicht für. Hör zu, die Stadt wird von Drachen bedroht. Ich bin gekommen, um Auge Innos zu holen. Gut, erklär mir die Regeln der Stadt. Ja, ich denke mir mal, mit den beiden Sachen hier komme ich nicht voran. Vor allem Ding. Hey! Ich komme hier in die Stadt, niemand kennt mich. Ich bin hier, um das heilige Artefakt, das Auge Innos, zu besorgen. Gib mir das doch einfach mal. Ja, das wird sicherlich Ich bin funktionieren. gekommen, das Auge Innos zu holen. Das heilige Auge Innos. Woher weißt du davon? Du bist kein Angehöriger des Ordens. Ein Magier hat mir davon erzählt. Ich weiß nicht, was seine Beweggründe waren, dir eines der Geheimnisse unseres Ordens anzuvertrauen. Aber er hatte sicherlich nicht im Sinn, dass du es in die Finger bekommst. Oh doch. Aber ich will nichts mehr davon hören. Ja. Die Stadt wird von Drachen bedroht. Ja, wenn das jetzt so eine Skyrim-Alduin-Nummer wäre. Anduin, nicht Alduin oder Alduin. Verdammt, scheiße, wie hieß nochmal? Egal. Hör zu, die Stadt wird von Drachen bedroht. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Spinner. Wir haben schon genug Unruhe in der Stadt, auch ohne dass hier irgendwelche Schwachköpfe den Leuten mit Märchen über Drachen Angst machen. Den letzten, der hier was von Drachen erzählt hat, habe ich direkt eingebuchtet und mit dem Gefangenentransport ins Minental geschickt. Also oh, hüte deine shit. Zunge. Wir können hier niemanden gebrauchen, der Panik unter den Leuten verbreitet. Ja, wenigstens haben wir jetzt kein direktes Ticket zurück ins Minental bekommen. Hier hat schon jemand. Das könnte ganz interessant werden. Hier hat schon jemand von den Drachen berichtet? Ja, der Kerl hieß Diego, glaube ich jedenfalls. Ach, Diego! Ich hatte ihn gewarnt, genau wie dich. Aber der Spinner wollte einfach nicht aufhören, mir auf den Geist zu gehen. Ja, der gute alte Diego. Jetzt ist er also wieder im Minental. Gut, erklären wir mal die Regeln. Gut. Erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Alles Noch klar. Fragen? Nee, eigentlich nicht. Kommandant Stadtwache, damit. Wie komme ich zum oberen Viertel? Wie komme ich zum oberen Viertel? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du bist kein Bürger dieser Stadt. Ja, ich weiß. Du kannst Trotz dir den allem. Weg sparen, die Wachen werden dich nicht einlassen. Der Aha. gesamte Bereich hinter dem inneren Stadttor ist tabu für dich. Okay, also rechts, wie ich das vorhin einmal richtig gesehen habe. Wie werde ich denn Bürger der Stadt? Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Ah ja. Nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel. Mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Okay, also als Bürger würde ich theoretisch nach oben kommen, aber ich muss dann direkt der Miliz beitreten. Der Miliz kann ich aber wahrscheinlich nicht direkt beitreten. Da ich dafür wahrscheinlich Bürger sein muss. Ja, schön aufgebaut. Finde ich Arbeit, das kriege ich schon selber hin. Wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Kann ich auch bei Lord André nachfragen.
Wo kann ich übernachten? Das ist für uns eher uninteressant. Ja, okay, ich muss weiter. Ich muss weiter. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du den Leuten hier was von Drachen erzählst, bekommst du mächtigen Ärger mit mir. Klar? Ich hab was anderes. Ja, ja. Natürlich. Es war genau so, wie du sagst. Bürger, Bürger. Na, das hier ist die obere Stadt. Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Ja, das ist jetzt natürlich bedauerlich. Von mir hatte das nicht. Können wir nicht mal eine Ausnahme machen? Was? Es gibt Regeln in dieser Stadt. Regeln, die für ausnahmslos alle gelten. Ja, nicht für mich. Wenn wir diese Regeln brechen, handeln wir ungerecht gegen alle, die sie einhalten. Ich habe so einiges gehört. Das ist auf jeden Fall mal eine vernünftige Begründung. Angesehener Bürger Korinnes, lass mich durch. Ich bin ein angesehener Bürger von Korinnes. Lass mich durch. Du bist Dreck unter meinem Fingernagel. Oh, komm. Mach, dass du wegkommst. Okay, ach, das immer diese Abfuhr. Grausam. Aber wir haben, glaube ich, noch... Haben wir nicht diesen Brief für... Ah, da ist er. Valentino, Bürger, Bürger, Bürger. Vatras, alle Vatras. Sei mit dir. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Gab es ihn nicht Was schon in Teil 1? Ich habe hier einen Brief für dich. Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? In der Tat. Das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. In der Tat. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Zauberei. Von Cavalorn, dem Jäger. Cavalorn? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei, was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Cavalorns Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Ja, wir haben im ersten Teil ja nur umgekloppt. Hey. Was passiert denn, wenn ich mich dem Ring des Wassers anschließe? Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Oh. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Die beste. Es sind Drachen. Ah, komm, wir probieren es mal. Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Ja, das Problem ist jetzt natürlich... Komm, Xardas hat es mir gesagt. Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Ja, 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 der Böse. Er lebt also. Und er hat dich losgeschickt? Wer bist du eigentlich? Ich bin niemand. Und zack, ziehe ich mir das Gesicht vom Gesicht. Eine Maske? Ja. Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Oh, die Zusammenfassung wird mir nicht gefallen. Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Natürlich sind die ehrlich. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Was muss ich denn tun? Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Ja, irgendwie glaube ich nicht, dass er die beiden hier so annimmt. Was wäre das denn? Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel,
beschäftigt Corinis in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann sollte dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings... Ja? Solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Also, ich bin momentan immer noch so ein bisschen am Überlegen. Aber Lord Hagen wird mich nicht vorlassen. Ja. Aber Lord Hagen wird mich nicht vorlassen. Doch, das wird er zweifelsohne tun. Wenn du einer mächtigen Gemeinschaft angehörst. Der Ring hat weitreichende Beziehungen. Wir werden dir helfen, deine Nachricht so schnell wie möglich zu überbringen. Du solltest darüber mit meinem vertrauten Laris sprechen. Er wird dir helfen. Ja, pass auf, damit du dich uns anschließen kannst und weitere Informationen erhalten kannst, musst du nach oben zu den Paladinen, mehr oder minder, damit du weiterkommst. Hey, aber da kommst du erst hin, wenn du dich irgendeiner Fraktion angeschlossen hast. Das ist wunderbar, ganz wunderbar, so eine Scheiße. Das werde ich tun. Das werde ich tun. Na, auf jeden Fall, worauf ich gerade eigentlich hinaus wollte, war... Wenn du Laris siehst, Ornament. Gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Er wird schon wissen, was er damit zu tun hat. Ah, ja. Okay, gehen wir hier einfach mal ein bisschen weiter. So, dritter Anlauf. Worauf ich hinaus wollte, war, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich jetzt den Charakter spielen soll. Ach, sag mal. Hey, du, warte mal. Du kommst mir bekannt vor. Tu ich das? Du? Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen. Ah, richtig. Oh nein. Ein Steckbrief. Hier, dieses Bild haben wir bei ein paar Banditen gefunden, die wir vor einigen Tagen aufgegriffen haben. Das sieht dir ziemlich ähnlich. Anscheinend haben die Kerle dich gesucht. Da wäre ich jetzt gar nicht von alleine drauf gekommen. Sicherlich nicht. Sehr witzig. Was wollten diese Kerle von dir? Frag sie doch selbst. Die sind tot. Ihr habt sie sicher eingelocht, oder? Nein, die sind tot. Dann werden wir es wohl nie erfahren. Falls du in Schwierigkeiten stecken solltest, sprich mal mit Lord André. Vielleicht kann er dir helfen. Du findest ihn in der Kaserne. Vierter Anlauf. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich den Charakter hier spiele. Dementsprechend, ich bleibe jetzt... Einen Moment, ich bleibe hier jetzt stehen. Dementsprechend... Ich weiß nicht, ob es Miliz jetzt werden soll, der ich mich anschließen soll. Den Wassermagier, dann weiß ich, dass es hier eben noch Feuermagier, also das Kloster gibt. Und ansonsten, ich glaube, genau, dann gibt es noch die Bauernfraktion. Ab sofort wird Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Alle Bürger dieser Stadt, die über kämpferische Fähigkeiten verfügen, werden hiermit angehalten, der königlichen Miliz beizutreten. Mhm. Ich bin bedauerlicherweise kein Bürger. Gut, der Vorteil ist natürlich, wenn ich... Also, so, ich habe das immer noch so ganz grob im Sinn. Ich meine, zwei Hände und so weiter und so fort kann ich immer noch versuchen zu erlernen von bestimmten Lehrern, auch wenn ich einer anderen Fraktion angehöre. Und Belia sprach zu einem... Aber ich muss hinterher Magier sein, um beispielsweise diese Ringe mit den Runen und so weiter zu lernen. Das hieß, es wäre ja theoretisch logischer, sich dann den Magiern anzuschließen. Das Problem ist, ich habe noch keine Karte und weiß dementsprechend auch momentan noch nicht, wo ich hin muss. Okay, ja. Ich spreche einfach mal mit dem Tischler. Torben, der Tischler, hallo. Ah, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht aus Corinis, was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Ich suche Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Das ist echt bedauerlich. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister hier als Lehrling anfangen will? Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Nein.
Ja, komm, ja, demütigst. Ja, und zwar demütigst, Meister Torben. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Kann ich ihn jetzt nicht irgendwie belügen? Du kennst dich mit Schlössern aus? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Korinis genug. Vor allem in letzter Zeit. Ja. Ich werde auch... Also, es ist natürlich scheiße. Ich will im Grunde am allerliebsten gleich alles können, aber dann komme ich hinterher auf keinen grünen Zweig bei irgendetwas. Das heißt, entweder... Ja, Schlösser knacken werde ich auf jeden Fall machen müssen. Sonst wird das ja langweilig. Aber, beziehungsweise, das bringt mir dann größere Vorteile. Entweder ein dicker Zweihänder oder Magie. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich weiß nicht, ob man dir trauen kann oder nicht. Am Ende bist du noch einer dieser Rumtreiber, die nur in die Stadt kommen, um den ehrlichen Leuten ihre Truhen auszuräumen. Niemals. Bevor ich mir nicht sicher bin, dass du ein anständiger Kerl bist, werde ich dir nichts beibringen. Schade. Ich habe so einiges gehört. Und wer bist du? Ein Bürger. So, so. Hoppala, hier haben wir noch zwei Läden. Schauen. Willkommen in meinem Laden, Fremder. Ich bin Hallöchen. Ich baue Bögen und handle mit Fellen. Was treibt dich nach Korinis? Na, ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Ein Vorgänger hat gerade vor 2 Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Verstehst du denn was vom Jagen? Naja. Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich glaube da nicht dran. Ja, ich weiß nicht. Warum hat dein Lehrling denn den Job aufgegeben? Mir hat er nur gesagt, es sei zu gefährlich geworden da draußen. Wenn es dich wirklich interessiert, kannst du ihn ja selber fragen. Er heißt Bartok und treibt sich vermutlich in der Nähe von Koragons Kneipe rum. Geh vom Schmied aus durch die Unterführung, dann läufst du direkt darauf zu. Okay. Oh. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bevor ich dich nehme, muss ich natürlich wissen, ob du überhaupt zu was zu gebrauchen bist. Ich glaube da nicht dran. Was soll ich denn machen? Komm. Was soll ich für dich machen? Rück mir der Sprache raus. Ich werde dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Und du besorgst mir, sagen wir, 50 Wolfsfelle. Dann weiß ich, dass du dein Handwerk beherrschst. Wenn du dafür nicht ewig brauchst und die Felle einigermaßen in Ordnung sind, kannst du von mir aus bei mir anfangen. Ich kann das nicht glauben. Da muss ich aber erstmal wissen, wie ich den Tieren das Fell abziehe. Gut, hör zu. Es ist im Grunde ganz einfach. Du nimmst eine scharfe Klinge und schneidest dem Vieh den Bauch auf. Noch ein paar kleine Schnitte an den Innenseiten der Beine und dann kannst du es abziehen. Bring mir die Wolfsfelle und wir sehen weiter. Okay, also 6 Wolfsfelle. Mal schauen, habe ich überhaupt schon welche? Ich kann ja noch gar keine haben. Verdammt. Okay. Wird sich das jemals ändern? Was kann ich für dich tun? Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Okay, nee, der hat keinen Job für mich derzeit. Gehe ich doch mal zum Schmied. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Nein. Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Bin ich ein Taugenichts? Bin ich keiner? Ach.
Nee, bin ich nicht. Nichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Wie meinst du das? Bring mir die Waffe eines Orks. In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn ja, natürlich. Es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Warum nicht? Alles klar, schauen, wie wir das machen. Okay, hier, das gehört noch ihm. Was ist das? Oh. Das ist der Alchemist. Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Ja. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Mir egal. Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir meine Zustimmung zu holen? Exakt. Meinetwegen kannst du anfangen, bei wem du willst. Das klingt doch schon mal gut. So, dann gehen wir jetzt hier nochmal schnell zu Vatras. Also momentan ist noch nicht viel Action. Na komm. Aber das wird sich alles noch ändern. Hey. Und Aranos gefiel, was entstanden war. Und ja, er freut sich an allen Wesen gleichermaßen. Mehr. Ja, Ring des Wassers wegen der vermissten Leute. Ich bitte um deinen Segen. Für was soll ich dir meinen Segen geben, Fremder? Ich will als Lehrling bei einem der Meister in der Unterstadt anfangen. Geh mit dem Segen Aranos. Mein Sohn. Ja, ganz hervorragend. Das lief ja. Ende. Also der Miliz... Ich will mich eigentlich nicht der Miliz anschließen, weil Miliz, das ist so dieses Standardmäßige. Wenigstens bei den Bauern will ich irgendwie anfangen oder... Eben bei den Magiern, das sind eigentlich so die Sachen, die die wenigsten machen, um das Ganze hier auch nochmal ein bisschen interessanter zu gestalten. Und vor allen Dingen, weil ich bei jedem Playthrough bisher eigentlich immer die Miliz genommen habe, weil es eben das Einfachste ist. Naja. So. Oh, wen haben wir denn da? Hey du, ich habe ein Angebot für dich. Was willst du? Ich will meinen alten Stand am Marktplatz zurück. Den hat sich Sarah unter den Nagel gerissen. Aber sie hat lange genug dort gestanden. Ich will, dass sie den Stand aufgibt. Und welche Rolle spiele ich dabei? Ich gebe dir einen Brief, den schiebst du ihr in die Tasche. Dann gehst du zu André und erzählst ihm, dass Sarah Waffen an Onar verkauft. Sie landet im Gefängnis, du kassierst das Kopfgeld und ich kriege den Stand. Du hast 2 Tage Zeit, das zu erledigen. Was würde für mich dabei rausspringen? Wenn ich den Stand habe, bekommst du eine Waffe von mir. Und zwar eine verdammt gute. Er erzählt alles. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das habe ich schon immer gesagt. Der erzähle ich gar nichts mehr. Ah, das ist... Ach, scheiße. Okay, auf so eine Sache habe ich mich jetzt gerade noch nicht vorbereitet. Mental. Aber ich würde sagen, ich sage, ich mache es. Und dann kann ich ihn möglicherweise sogar noch selber hintergehen. Wer weiß. Mal schauen. Okay, ich mach's. Okay, ich habe offensichtlich keine andere Wahl. Du bist ein schlauer Bursche. Hier ist der Brief. Na, warte mal ab. Wie soll ich ihr den Brief unterschieben? Lass dir einfach ihre Ware zeigen. Und dabei steckst du ihr den Brief zu. Und denk dran, ich bin ein einflussreicher Mann in der Stadt, also versuche nicht, mich zu verarschen. Tja, so einflussreich, dass dein Stand weg ist. Von mir aus... Das hier drüben muss Sarah sein. Wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Als die Paladine kamen, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen. Aber sie lassen sich ihre Waffen von Harad herstellen und weder Harko noch ich verdienen auch nur ein Goldstück an ihnen. Dazu kommt noch, dass die Nahrungsversorgung durch die Bauern ausbleibt und alles teurer geworden ist. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass die Paladine meine Hotelrechnung bezahlen. Was ist das Problem mit den Bauern?
Sie weigern sich, ihre Erträge zu liefern. Jetzt, da keine Schiffe mehr anlegen, ist die Stadt natürlich auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Und Ona, der größte Bauer, hat sich Söldner angeworben, die seinen Hof vor den Stadtwachen beschützen. Die würden sich die Waren sonst einfach holen. Aber die Söldner bewachen nicht nur den Hof von Ona. Sie kommen bis zu den kleinen Höfen in der Nähe der Stadt heran, um die Bauern dort einzuschüchtern. Als ich an Arkils Hof vorbeigekommen bin, habe ich sie gesehen. Ich möchte jetzt nicht in seine Haut stecken. Hey. Finde ich den Arkils Hof? Wo finde ich Arkils Hof? Wenn du aus dem östlichen Stadttor hier rausgehst und dem Weg rechts hoch folgst, kommst du zu einer Treppe. Die führt hoch zu Arkils Hof. Aber da würde ich jetzt nicht hingehen. Die Söldner sind bestimmt noch da. Okay, hier können wir nur die Ware zeigen. Wenn ich jetzt zu Lord André gehe, der müsste ja hier oben sein. Dann... Stadtwache... Wulfgar, nee. Na, André, da. Enos sei mit dir, Fremder. Was führt dich zu mir? Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Geil. Der Händler Kanta will Sarah aus dem Weg räumen. Sarah? Die Waffenhändlerin am Marktplatz? Ich sollte Sarah einen Brief unterschieben, der sie belasten sollte, Ona mit Waffen zu beliefern. Aha, verstehe. Das Kopfgeld für diesen Mistkerl zahle ich gerne. Er sitzt schon so gut wie hinter Gittern. Hehehe. Ja, das passiert, wenn man versucht, Leute illegal irgendwo wegzuhauen. Wirkung ungerechtfertigt. So, ich schaue mich hier gerade noch mal ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja noch was. Oh, da drüben ist ein Schiff. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Ein Lederbeutel. Ah, das hier ist noch Teil der Befestigungsanlage. Ah, da bin ich jetzt gleich unten am Hafen. Da gab es früher noch den Cheat. Goto Post. Genau, dann ist man nämlich unten am Hafen aufgetaucht. Ich habe immer versucht, bin nie auf die Idee gekommen, mal im Internet nachzusehen. Aber das war immer so das Einzige, weil es dann immer Autofill gab, was mir angezeigt wurde. Ah ne, hier war ich ja schon. Whoops. Ja, dementsprechend den Hafen kenne ich sogar noch relativ gut, glaube ich. Da unten gibt es ein Freudenhaus. So, oh, er ist weg. Oder? Bartok. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. So, Schätzchen. Ah, da bist du ja wieder. Ja. Das ist der Kanta, ich wusste es doch. Und sich deinen Stand unter den Nagel reißen. Aber ich habe ihn der Stadtwache übergeben. Da hast du dich mit einem gefährlichen Mann angelegt. Ich kenne den Mistkerl schon lange. Er war schon immer auf meinen Platz scharf. Nimm diese Waffe als Zeichen meiner Dankbarkeit. Er arbeitet auch. Piratensäbel. Oi. Das ist mal wieder typisch. Na, mal schauen, Piratensäbel. Da oben haben wir ihn. Er erzählt alles weiter. Bin. Oh, 60. Was du auf jeden Fall eine starke Einhandwaffe. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Er erzählt alles weiter. Okay, ich gehe mal runter zum Hafen. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Wir suchen ja, also ich suche jetzt gerade noch nach Laris. Der muss sich hier auch irgendwo noch rumtreiben. Laris ist eigentlich auch noch bekannt aus dem ersten Teil. Da war er der Anführer der Banditen, die dann eben mit den Söldnern zusammengearbeitet haben. Dementsprechend wundert es mich ein wenig, dass er nicht bei Onas Hof mit dabei ist. Ah. Ich wusste es doch. Was machst du denn hier? Ist das wirklich wahr? Hey Lars, alter Gauner, wie bist du hierher gekommen? Ich konnte gerade noch rechtzeitig aus dem Minental fliehen, zusammen mit Lee und ein paar anderen Jungs. Du kannst dich dann noch an Lee erinnern, oder?
Ja, kann ich noch, der Anführer der Söldner. Man weiß gar nicht mehr, wie natürlich kenne ich Lee noch. Ich bin damals mit ihm aus der Kolonie abgehauen. Kurz nachdem die Barriere zerstört wurde. Er ist jetzt mit seinen Jungs auf dem Hof von Onar, dem Großbauern. Das passt. Er hat einen Deal mit dem Bauern gemacht. Er und seine Jungs verteidigen den Hof und Onar füttert sie dafür durch. Okay. Genau das habe ich auch gesagt. Vatras schickt mich, ja. Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Ich brauche deine Hilfe. Vatras, du könntest mir helfen, meine Gemeinschaft anzuschließen. Ah. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, er soll zurückgebracht werden. Ach, natürlich, es bleibt mal wieder an mir hängen. Hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Ich kann es auch hinbringen. Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Wohin eigentlich? Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Ah, okay. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Okay, wieso? Was machst du denn hier? Was genau machst du hier im Hafen? Darüber kann ich nicht reden. Vatras würde mir den Kopf abreißen. Mich fragt ja keiner. Okay, wegen der verschwundenen Leute. Wegen der verschwundenen Leute. Meine Meinung kennst du ja schon. Erzähl mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Korinis, war der Erste. Eines Tages kam er einfach nicht mehr nach Hause. Erst hatten wir vermutet, dass er mit seinem Boot draußen auf dem Meer einem dieser Seeungeheuer zum Opfer gefallen ist. Aber kurze Zeit später verschwanden noch mehr Bewohner der Stadt und Umgebung. Es scheint jedoch keine Methode dahinter zu stecken. Bisher sind alle völlig ratlos. So wie es aussieht, müssen wir abwarten, bis wir über einen Hinweis stolpern. Okay. Ist die Sache nicht eine Angelegenheit der Miliz? Die Miliz hat auch nichts drauf, wenn du mich fragst. Die kommen nie dahinter. Die verschwundenen Leute sind wie vom Erdboden verschluckt. Das wundert mich nicht. Lass uns mal abwarten. Ich brauche deine Hilfe. Okay, lass uns gehen. Nee, erstmal. Ich möchte als allererstes mal ein paar Quests erledigen in dem Sinne. Das wundert mich nicht. Brahim, was hat der jetzt? Das hätte ich dir vorher sagen. Was machst du hier? Mein Name ist Brahim. Ich zeichne und verkaufe Karten. Da du hier neu bist, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Sie ist sehr günstig und bis du dich eingewöhnt hast, äußerst nützlich. Ja, ich bräuchte eher eine Karte der Insel. Zeig mir deine Karten. Oh, 250? Ernsthaft? Nee, das ist mir viel zu teuer. Komm später nochmal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Im Moment ist... Das ist doch eine Karte von... Oh, je. Yeah. Oh, gut, man kann nichts erkennen. Schade. Schade. Ja, ansonsten... Nee. Jack. Hey, du. Ahoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, was? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Mach dir nichts draus, mein Jong. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Ah, okay. Ich würde erstmal sagen. Die Vermissten, große Herausforderungen, Fälle für Bosbar, der Segen der Götter. Vatras der Wassermagier, Tom. Also muss ich mich noch von einem... Ich glaube, ich mache jetzt erstmal den Segen der Götter. Lehrling in Korinus. Dann versuche ich erstmal... bisschen was in Korinus zurechtzurücken. Und dann gehe ich hinterher zu Onas Hof. Das finde ich... klingt schon sehr, sehr gut.
Okay, hier ist auch nicht. Wo? Warte mal, war da nicht einer? Ah, da haben wir ihn. Gut, das machen wir dann aber in der nächsten Folge.